gereinigt werden, würde ich sagen. Ja. Ich habe mir vorgeschlagen, das, was jetzt alles rot ist, das Ding und die Zwischenwand in unserem Cyan. Sonst wird alles so wie diesem Holz verkleidet. Die Decke weiß ich nicht, die Decke könnten wir vielleicht auch blau machen, wie der Himmel. Dann könnten wir die Wolken, Wolken auf die Decke machen. Und jetzt wieder freier Himmel. Dann können wir die Wände nämlich gelb machen. Nein, hier. Die, das, was jetzt rot ist und die Zwischenwand. Wir kleben sie selber und wir lassen sie von dem Ding bedrucken und dann schneiden wir es entlang der Outline vorsichtig mit dem Cutter oder mit der Schere selber aus. Und dann, ich habe die Flüssigkeit noch zu Hause, ja. Dann muss ich auseinanderziehen, nass sprühen, auf die Scheibe. Okay. Ich muss auch unbedingt für das Seitenschild die Folie vorbereiten, weil der braucht das in Farben. Ne? Ja, der braucht einfach die Farbe, aber der druckt alles. Der Außenfarbe ist bei uns ziemlich aus Einzelteilen. Der muss ganz jetzt komplett schön sein. Weil der Dinger geht ja nach dem Faden. Wenn da zwei Punkte nebeneinander sind, dann zack, dann ist es schön. Dann läuft er nicht so schön. Wenn man die Wand jetzt zum Beispiel blau macht oder so, blau-gelb. Ja. Diese Lampe soll man anschauen. Und vielleicht das Logo, das schmiert jetzt so wie ein Bild, die Schrift. Nee, Logo hier nicht mehr, glaube ich, aber so eine echte Landschaft. So eine Spielerei. Die Stempel sind bestellt. Bestellt, echt? Ja. Wofür ein Stempel von Knochen? Super. Ja? Gut. Ja. Also ich habe heute Morgen noch schnell gemacht. Knochen! Ja, ja. Also beim Stempel ist so, dass ich habe den kleinen Knochen bestellt. Mhm. Und dieser Mehrfarbstempel, der hat nur so ganz klassische Farben. Nur dunkelblau, rot. Also Spezialfarben ist irgendwie möglich, aber ist sehr, sehr teuer und dauert auch lange. Was hast du jetzt bestellt? Ich habe jetzt einen ganz normalen Stempel bestellt. Der mit der Outline. Und den hat sie bis Mittwoch fertig. Ja? Super. Für 25 Euro. Und der Kleine? Und der Kleine kostet 8 Euro, genau. Das sieht man, der Kleine ist Umriss vom Knochen oder ist der Knochen ausgefüllt? Das ist der Umriss. Nur der Umriss, gell, vom Knochen? Das ist nur der Umriss, ja. Du hattest ja eigentlich ausgefüllt geschickt. Aber ich habe nur den Pfad geschickt, genau, sozusagen. Genau, ich hab die Outline gemacht, genau wie bei den anderen. Und dann wird es so eine... Aber schon ein bisschen dicker, die Outline, ne? Ja, weil das ist ja klein. Ja, ja. Wie groß wird das denn? 1 Zentimeter, genau. 1 Zentimeter, ja. Super. Weil unser Kästchen ist 1,3. Genau. Super, perfekt. Hey. Prost. Ich hau alles kurz und klein hier. Alles Scheiße. Geh mal zum Flohmarkt, wir haben ein bisschen Zeit. Oder ich rufe jetzt mal kurz Janine an und frage sie, wann sie hier ist. Janine, hi, kannst du kurz reden? Es ist folgendes, und zwar die Wand wurde jetzt verspachtelt, ne? Ja, und das Ding muss bis morgen trocknen. Also tapeziert ist es noch nicht zum Bemalen, zum Bestreichen. Okay? Die wird zum Schluss gestrichen dann einfach, am Montag oder so. Okay, dann können wir die vielleicht die Fußleisten da unten vorweg, von dem Lichtplatz jetzt steht. Und dann würde ich sagen, das ganze Zeug vielleicht irgendwie in die Mitte.